Die Burg Oberkapfenberg 1173 erstmals erwähnt, Ende des 13. Jahrhunderts durch die Stubenbergs in der bis heute erhaltenen Bauform errichtet, dann wiederum dem Verfall preisgegeben, bis 1992 die Stadtgemeinde Kapfenberg die Burg gekauft und durch Gründung des Vereins Initiative Burg Oberkapfenberg mit viel Engagement zu einem beliebten und weit über die Grenzen hinaus bekannten Ausflugsziel gemacht hat. Seither besteht auch die Zeremonie des Ritterschlags für diejenigen, die sich für die Erhaltung der Burg besonders verdient gemacht haben. Mittlerweile gibt es 11 Ritter und 3 Knappen. Am 11. November dieses Jahres wurde in stilvoller Zeremonie in der Tradition des Mittelalters von der Tafelrunde Burg Oberkapfenberg gestaltet Helmut Jaksch von der zurzeit amtierenden Marktrichterin und Bürgermeisterin der Stadt Kapfenberg zum Ritter geschlagen. Zu eurer Ehre und zum Wohle der Burg zu Oberkapfenberg schlage ich euch, Helmut Jaksch, zum Ritter der Burg Oberkapfenberg. Ritter der Burg Oberkapfenberg, Helmut Edler von der Wieden, erhebet euch. Vor 16 Jahren hat der Dr. Helmut Brass, damaliger Stadtamtsdirektor und Obmann der Initiative Burg Oberkapfenberg, den Ritterschlag ins Leben gerufen, um Personen, die ein Herz für die Burg haben und sehr viel Geld und Arbeitsleistung für die Burg erbracht haben, zu ehren und zu würdigen und auch andere dazu anzuregen, es ihnen gleich zu tun. Also es war damals 500.000 Schilling war der Wert, um ein Ritter zu werden und 250.000 Schilling, um Knappe zu werden. Beim Helmut Jaksch ist nicht das Geld, das er direkt gegeben hat, aber er hat seit Beginn, also seit 1992 in der Burg gewirkt und hat sehr, sehr viel Zeit und Herzblut und Energie hineingelegt. Also er hat das leicht aufgewogen mit all der Arbeit, die er in die Burg hineingelegt hat. Im Fall von Helmut Jaksch, er hat viele Jahre lang wirklich auch finanziell für die Burg gesorgt, als Finanzstadtrat der Stadt Kapfenberg, vor allem aber durch sein persönliches Engagement. Es gibt, glaube ich, keine Veranstaltung, keinen Tag, wo er nicht auf der Burg ist, die Gäste trommelnd begrüßt und einfach dafür sorgt, dass das Ambiente auf der Burg ein tolles bleibt. Und dafür wollten wir uns mit diesem Ritterschlag heute bedanken. Der Ritterschlag und Eintrag ins Ritterbuch der Burg Oberkapfenberg dürfte für Helmut Jaksch als Augenblick der Berührung und Verbundenheit mit der Burg Oberkapfenberg in Erinnerung bleiben. Für mich ist es auf jeden Fall eine Ehre. Jeder weiß, dass ich mit der Burg sehr verbunden bin, über Jahrzehnte. Ich habe auf der Burg eigentlich alles gemacht, von den niedrigsten Arbeiten bis zur Repräsentation der Burg. Es macht mir Freude, es wird mir auch in Zukunft Freude machen und ich bedanke mich also recht herzlich bei allen, die also das beschlossen haben, dass ich heute den Titel eines Ritters der Burg Oberkapfenberg bekommen habe. Es gibt auch weiterhin viel zu tun auf der Burg Oberkapfenberg, die nebst einer Ausstellung, einer hervorragenden Gastronomie auch eine Greifvogelschau zu bieten hat. Kapfenberg. Gemeinsam erfolgreich.